Ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu Masters of Universe Origins und zwar Deal des Tages. Gestern war ja Zodek gewesen für einen guten Preis, der selten ist mittlerweile durch Fanfavorit 2, nicht bei Smithers gewesen. Und heute mal Stinkor. Ich habe einen Shop gefunden, Futuristica heißt der, glaube ich. Genau, ich habe den Link in Beschreibung reingepackt unter dem Video. Und zwar kostet der 17 Euro, ein sehr guter Preis. Die Figur ist mittlerweile schon älter, sehr schlecht zu finden. Also die meisten Shops haben die gar nicht mehr oder Preis bei Ebay nach oben gestollt. Die Figur ist sehr schön, 17 Euro sehr guter Preis dafür. Ich habe damals, glaube ich, 15,99 für gezahlt, wo der rausgekommen ist. Das waren goldene Zeiten damals. Ich erinnere mich damals noch. Habe ich klar was hängen gesehen. Ich war einkaufen gewesen bei Real und da hing plötzlich die neue Wave. Das war eine schöne Zeit gewesen. Das war die Wave gewesen hier. Kann man sehen, da war Stinkor. Webster war mega cool gewesen. Green Goddess und Lord of Power Beastman. Resultat war gewesen, die beiden Figuren hier, Webster und Stinkor, nach 2 Tagen ausverkauft gewesen. Die hat noch gehangen, weil rausgekommen die Figur, ich glaube, das war 2022 ist die rausgekommen. Die hat bis zum letzten Tag bei Mein Real gehangen, wo die zugemacht haben. Das ist traurig, finde ich. Green Gold ist nicht so beliebt, aber die Karte war auch im Zustand gewesen. Die haben die Karte oben eingeknickt, oben die Laschen waren weg gewesen, total schlechter Zustand. Zwar 20-25% auf die Figuren gewesen, aber die Figur war grauenhaft gewesen vom Zustand her. Die Karte meine ich jetzt. Dafür noch 14 Euro für zahlen? Nein, danke. Wie gesagt, Stinkor kam damals raus, war echt eine goldene Zeit bei Realfiguren gekauft. Das war so schön gewesen. Das war echt eine schöne Zeit. Ich habe damals gedacht noch, ey, in unserer Realen kam Nymphort, das war so gewesen, dass das direkt dann ein Shop ist, kann man sagen, dass man die ganzen Figuren direkt bei Real kaufen kann. Cool, muss nicht wegfahren, nicht Smith Toys fahren, direkt vor der Haustür. Perfekt, habe ich nur gedacht. Aber es kam ja ein bisschen anders da ein bisschen. Dann ist er aus Real, ist er dann insolvent gegangen. Aus Real kam dann Mein Real. Das war irgendwie komisch. Die haben dann die ganzen Produkte rausgenommen. Was war es gewesen? Die hießen damals Tipp, hießen die, glaube ich. Tipp hieß das, glaube ich. Und Mein Real-Marke rausgenommen. Da kam später irgendwie dann, ist ein Rewe rausgeworden, indirekt. Das ist ein Rewe, der Mein Real hieß, weil es alles ganzen Rewe-Produkte waren. Ist schade, kann man nicht ändern, aber es geht um Stinkor. Um 17 Euro für die Figur ist sehr gut. Die Figur hat mir sehr gefallen. Ich meine, gefragt immer, warum der ein Schild bei hat. Ich meine, das Schild ist ein bisschen als. Ich finde die Figur mega cool, die Figur cool gemacht. Das ist ja ein Repaint vom Merman, kann man sagen, als Stinktier gemacht. Ist ja Mermans Kopf, Mermans Ausrüstung und so vergleichen wir, das ist Merman, aber cooler Merman. In Schwarz, wie gesagt. Die Figur finde ich sehr schön, die Bemalung auch schön. Er riecht nicht mehr so schön wie früher, also gar nicht mehr. Also früher hat er wirklich schon gestunken, richtig, aktuell nicht mehr so. Oh, meine ein bisschen Augenabrieb an den Augen. Oh mein Gott. Nee, das ist, glaube ich, gewollt. Keine Ahnung. Kann doch, okay, guck halt die Augen. Sehr schöne Augen. Ja, ist gewollt, glaube ich, das Auge bei dem. Oh ja. Hat ein taubes linkes Auge. Kann man das sehen? Da ein bisschen das Auge bei ihm, das eine ein bisschen, so ein bisschen näher ran. Ja. Wie gesagt, die Figur 17 Euro ist ein guter Preis. Ich würde mal sagen, bei den Shops so ungefähr 5 bis 6 Euro Versandkosten drauf sind, aber 23 Euro für die Figur, die echt mega selten ist, ist ein super Preis für so eine alte Figur. Also alt ist relativ, aber Figur, die schwer zu kommen ist, unter 30 Euro, würde ich mal sagen. Sehr schwer. Und ich habe einen Trick für euch, noch einen ganz guten Trick. Ich bin ja ein bisschen schwarz, wie ihr wisst, Gothic. Man kann den Gestank wieder ein bisschen herstellen bei Stinkor. Es gibt ein Parfüm, das heißt Patchouli. Ich habe sogar 2 davon. Das ist Eau de Toilette und Eau de Parfum. Eau de Parfum, original, ja, das ist Eau de Parfum, Eau de Toilette, das ist der Geruch von früher, das riecht gut. Und wenn man den Geruch von früher haben will, das riecht echt super, das riecht wie früher Stinkor. Einfach mal einsprühen, das ist genial, finde ich. Oh ja, wie gesagt, also, habe ich mal gemacht, da riecht meiner stinkt schon, da riecht das Patchouli wieder richtig. Also wie früher, kann man sagen, das ist ein schöner Geruch, den kann man überall kaufen, das Parfüm, finde ich. Patchouli, kann ich nur empfehlen, wenn er stinkt, wenn Stinkor stinken soll, nimm Patchouli. Gutes Cover finde ich auch drauf. Das andere Cover ist das hier. Nicht umfallen? Gute Werbung jetzt. Weil er stinkt, wenn nicht mal stinkt, nehmt Patchouli. Stinkor Marcus. Ja, wie gesagt, ein schönes Parfüm. Wie gesagt, 17 Euro ist der Deal des Tages, wie wir sagen, ein guter Preis für diese Figur, ein echt mega günstiger Preis. Noch keine Erfahrung mit dem Shop gemacht, aber ich kann mir vorstellen, der Shop ist gut. Und wie gesagt, meine Regel ist bei Shops ist, wenn das PayPal ist, dann abgelöst. Wenn die Figur ankommen sollte, Karte geknickt, Zustand nicht gut, kann man zurückschicken, kostet kein Geld, Verkäuferschutz, Käuferschutz, genau. Sag ich mal, bis bald und schönen Tag noch. Ciao!